Wernigerode, zu Recht bekannt als die bunte Stadt am Harz. Zweifellos hat sie eine Fülle von Sehenswürdigkeiten zu bieten. Allein der historische Stadtkern mit seinen ungezählten Fachwerkhäusern ist schon eine Reise wert. Allerdings findet man Fachwerkhäuser auch woanders, vielleicht nicht ganz so hübsch, am Rand eines Mittelgebirges gelegen. Es dürfte aber ziemlich unwahrscheinlich sein, dass in einer anderen Fachwerkstatt eine Schmalspurbahn mit Dampfloks mitten durch die Häuserzeilen bis hinauf auf den höchsten Berg der Umgebung fährt. Wernigerode hat die Brockenbahn, ohne Zweifel ein touristisches Highlight. Wie eine liebevoll gestaltete Miniatur wirkt die ganze Szene, egal ob die Bahn durch die Stadt schnauft oder man als Wanderer urplötzlich mitten im Harz von ihrer Dampfwolke eingehüllt wird. Miniatur ist das Stichwort. Bei unserem Besuch in Wernigerode hörten wir von einer wirklichen Miniaturausgabe der Brockenbahn und wir wurden auch fündig, und zwar am Hauptbahnhof. Eine Gruppe von Enthusiasten hat dort die Strecke nachgebaut, maßstabsgetreu und zeitlich zurückversetzt in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts. Mario Graf ist im Verein und sozusagen im Dampf groß geworden. Genau, ich bin im Dampf groß geworden. Wir sind der Verein 7-1 in Wernigerode, Gründungsjahr 1954. Die 7 steht für den damaligen Bezirk Magdeburg. Die 1, weil wir die allererste Arbeitsgemeinschaft waren, die dem DMV, dem Deutschen Modelleisenbahnverband der DDR, beigetreten ist. An dieser Anlage bauen wir im Prinzip schon seit 1988 und stellen im Prinzip auch die Harz-Querbahn da, wie sie zur Wendezeit gefahren ist. Das ist heute schon ein historisches Monument, weil viele Dinge gibt es nicht mehr. Zu meiner Person zu sagen ist, ich bin seit 1989 Mitglied dieses Eisenbahnvereins und wir hatten durch viele Umzüge dann andere Räumlichkeiten, mussten immer wieder etwas umbauen. Der Verein selber hat 11 Mitglieder, da gibt die aktiv, mehr oder weniger aktiv sind und eine Anlage bauen. Und jetzt haben wir sie so in dem Stadium, wie wir sie eigentlich gerne hätten. Als letztes Stück war der Brocken fertiggestellt worden, der die Zeit um 1940 zeigt. Die Faszination, die von solchen nostalgischen Eisenbahnen ausgeht, beruht wahrscheinlich zu einem guten Teil darauf, dass man die Technik noch verstehen kann. Man sieht die Aufkohlung, wie das Einladen der Kohle genannt wird, das Wasserfassen und während der Fahrt kann man sehen, wie die Kraftübertragung auf die Räder erfolgt. All das samt der idyllischen Umgebung en Miniatur nachzubauen, muss eine unglaublich starke Motivation sein. Mit Verlaub stellt sich da doch die Frage, wie ansonsten normale Menschen Eisenbahn verrückt werden. Ja, das ist ein reines Interesse eigentlich. Mein Opa war Stellwerker hier in Wernigerode auf dem Stellwerk Ost. Und schon damals habe ich unten am Stellwerk gesessen und die großen Dampflokomotiven der Baureihe 50 hier rangieren sehen. Und dann war das Virus natürlich sofort da und hat mich gepackt und nie wieder losgelassen. Zu Hause selber baue ich auch in der Spur TT und H0 und sammle auch Eisenbahn. Und die Harz-Querbahn hat es uns einfach angetan, weil wir als Modelleisenbahnverein Harz-Quer- und Brockenbahn heißen. Und das ist natürlich auch naheliegend, da wir das Original im Prinzip direkt vor der Tür haben. Und wir können es gar nicht besser vermarkten, als das zu machen, was wir da sehen und das Ganze im Modell nachzubauen. Ein Blick auf die Modellbahn offenbart eine Liebe zum Detail, die sich nicht nur in den Gebäuden und Eisenbahnanlagen äußert, sondern gerade auch bis hin zur Landschaftsgestaltung und zur Vegetation geht. So sind hunderte von Bäumen nicht etwa gekauft, sondern in Handarbeit einzeln hergestellt worden und zu ganzen Wäldern angewachsen. Lediglich auf dem Brocken brauchte man das nicht, weil dessen Gipfel auch in natura über die Baumgrenze hinausragt. Man fragt sich, wie das Ganze wohl in der Anfangszeit aussah. Die ersten Eisenbahnanfänge bei der Modelleisenbahn waren noch teilweise Handarbeitsmodelle. Die mussten selber gebaut werden, denn es gab keine Industrieerzeugnisse. Und somit wuchs praktisch diese Eisenbahn aus dem
nichts, wenn man so will. Da wurden noch damals Weichenschwellen, also Schwellen für die Gleise geschnitten aus Fahrkarten. Man muss sich das vorstellen. Also richtig ja. Ureisenbahn sozusagen. Das hört sich nach immerwährender Arbeit an einer solchen Modelleisenbahn an. So hat man sogar die Rollbockwagen nachgebaut, mit denen Waggons anderer Spurweite transportiert werden können. Hinter vorgehaltener Hand hört man sowieso immer wieder, dass Modelleisenbahner ohnehin gar nicht gerne mit ihren Anlagen fahren, sondern viel lieber dran herumbasteln. Ja, das ist bei uns auch so. Man möchte gerne, dass die Anlage schön aussieht und es gibt immer wieder was Neues zu tun und umzubauen. Ich glaube, so richtig fertig wird so eine Eisenbahnanlage eigentlich nie. Obwohl die Modellbrockenbahn auf den unbedarften Betrachter schon perfekt wirkt, sind die Vereinsmitglieder im Augenblick gerade dabei, den Bahnhof 3 an den Hohne neu auszubauen. Warum das gerade jetzt so ist, dazu noch einmal Mario Graf. Wir führen am 2. Advent hier Modellbahntage durch. Also wir machen Adventfahrtage, wo man uns auch besuchen kann, wo wir dann auch öffentlich sind, das ganze Wochenende über. Und es lässt sich sehr gut verbinden mit einem Besuch. Das wäre die Röder Weihnachtsmarkt beispielsweise. Ja. Ergo, wenn Sie einen Ausflug nach Wernigerode planen, vielleicht auch eine Fahrt mit der Brockenbahn, dann schauen Sie mal bei den Modellbauern vorbei. Jeden Freitag ab 17 Uhr gewähren Sie bereitwillig jedem Besucher einen Blick auf die Brockenbahn, den man in Natura so nie haben wird. Und wer will, erfährt dabei noch eine ganze Menge über die Geschichte der Brockenbahn. Und das am Hauptbahnhof. Genau, ich bin im Dampf groß geworden.